Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück beim LTS 2 mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, wir sind immer noch im Auftrag nach Schweden. In 6 Stunden, 24 sind wir da. In 6 Stunden. Ja. Würde ich eigentlich sollten wir es in der Folge, glaube ich, schaffen, oder? Wenn wir richtig straight up durchballern, ja. Vielleicht. Mit Glück. Sehr viel Glück. Ich bin schon wieder voll drauf, oder? Ja, ich auch. 90 km/h straight up. Kleine XXL-Folge. Dann machen wir mal wieder Fernlicht ein, damit wir was sehen. Was schaffen? Bringen wir die Uhrzeit. Donnerstag 6.05 Uhr auf Donnerstag 5.40 Uhr. Es wäre auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt für uns. Ja. Ich hab zwar schon mal einen Bus weggerammt, aber ja mal, ey. Wir wären über einen Tag vor der Ankunft Zeit da. Das ist schon gut. Ich habe noch nicht viel Schaden, das wundert mich eigentlich. Ja. Hätte ich den einen Ding, den Bus da nicht übersehen, dann. Junge, ja. Den einen Bus, du bist Vollgas hingehen, aber. Ja, den habe ich aber vorher nicht gesehen. Hauptsächlich so, oh hier, rote Ampel, hier stehen sie alle. Und drücken ihn nur auf. Junge. Es war halt auch eine Kurve und dann. Da sehe ich mir dann schlecht vorbei und dann. Und dann so ein Unfall. Die Kurve war frei sichtlich. Also nein, weil du da im Weg gestanden bist. Hä? Ja, du warst da gestanden und das habe ich nicht gesehen gehabt. Und dann da ausweichen müssen und dann kam dann ein Bus. Ach so, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja. Ach, du wolltest links vorbei. Genau, deswegen habe ich den Bus weggerammt, weil der plötzlich daneben dir auftaucht ist. Wow. Und ich denke mir so, tü, da feiert sie doch nichts, fahren wir da mal schön entspannt vorbei und dann kommt der da aus der letzten Ecke raus, Alter. Ich hätte ja was sagen können, dass ein Bus kommt. Ja, das hast du dann auch gesagt und dann habe ich noch schon total drauf. Mann. Der war so wow. Schon vorbei. Alter, in der Nacht schaut mein LKW geil aus. Und umleuchte, Lichter komplett voll. Oh. Nicht schlecht. Wir müssen ja quer durch Schweden tun. Wir müssen ja fast bis ganz oben gehen, ne? Ja, ja. 370 Kilometer habe ich noch. Ja. Ich hätte schon gewundert, dass wir noch nicht schlafen müssen, aber klar. Wir haben im Ding schon pennt. In der Fähre. Oder was warst du uns da früher? Ist ja erstaunlich viel Luft dann auf der Straße. Thank you.
Und wir müssen jetzt hier runter. Wenn du gerade stirbst, du Vollgas in Jönköping. Er ist heute noch gemerkt. Oh shit, Alter. Oh Junge, das ist aber mal voll gesehen. Der ist aber nicht, guck nicht, ich habe im Spiegel nix gesehen. Ja. Boah Junge. Es gibt nur Sex, ne? Halt's Maul. Ey, was geht denn der so gut? Was ist mit dem Kompi los? Oh shit. Oh shit. Dieser Nate von der leckt mir im Arsch. Kann ich den rechts überholen? Ich weiß es nicht. Vorne kommt eine Abfahrt, ich glaube nicht. Oh, weil? Kurz vorbei luschern? Nee, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Ich überhole den ganz langsam, wenn es langsam tut. Kein Shit, der mich rein. Alter, war das ein Schipperer gerade auf den Absatz hier. Ja. Oh, da vorne ist ein Scania. Oha. Bei den zwei Stück auf dem Auflieger drauf. Und was fahrt der? Das kann ich. Ja, hoffentlich eher auch ein Scania normalerweise, oder? Ist das auch schwer schon? Das ist fast ein Renault, die Scania. Das ist ja schon mies. Ah, die da vorne, der sich auch. Jetzt was Rotes. Schon mal gut. Oh, jetzt muss der Bildschirm hier wieder. Es ist halt da. Oh jo. Oh shit, da ist Polizei. So. Ja. Ich mal hupen mitten in der Nacht. Oh lol, das ist wirklich ein Dorf. Das ist wirklich ein Dorf. Die haben das Lied dann gemacht. Die Hupe hängt schon wieder. Ah, jetzt hat's aufgehört. Ich hab gerade Nase. Ja, man. So, Fernlicht, Moin und Okibi. Alle geht's ja hoch. Le. Ist schon ein guter Weg. Alle okay, geht's. Wäre wirklich gut bergauf. Er hat 350 Höhenmeter, wenn das so gestimmt hat. Oder es war eine andere Angst. Ah, nee, das war fürs Bett. Oder für die Raststätte. Sollen wir da pennen? Nee. Weiß ich, wie weit bist du? Müdigkeit. Ich bin gerade bei den Latten. Beim Latten. Ja, ich bin da oben. Ja, wir gehen noch. Weiter. Wir haben bloß noch 3 Stunden, 9 Minuten. 3 Stunden und 9 Minuten sollte. Ach. Und 193 Kilometer. Und sind bei 8 Minuten 49 Aufnahme, das könnte noch was werden. 190 Kilometer, ne? Ankunft 5 Uhr. Donnerstag von. Jo. Oh ja. Ich hab vorhin gesagt, wenn wir 50 schaffen, ist das gut. Ey, die Anträge hat auch nicht. Ja. Wir kommen wahrscheinlich noch mitten in der Nacht um 4 Uhr an. Mhm. Ja, inzwischen ist 2:08. Warum ist bei mir 2:11? Mir ist jetzt auch 2:11. 2:12 in der Warte. Jetzt 13. Ja. Jetzt sehe ich noch rüber und dann nach links. Aber was ist denn das für ein Musi? Leck mir los. Den Renault fast gestrillt. Oh shit, wir müssen hier runter. Gut, es wird eng. Aufsehen, der hat abbremst. Kann die vorbei.
Ich glaub nicht, dass du das noch auf die Pferde schaffst. Warte, ich nehm Schwung mit. Doch, hab ich geschafft. No, ich bin 90 oh, scheiße. In die Kurve. Challenge accept. Wegen Strichen haben wir fast. Ich hab doch noch mal abbremst. Obacht, ich steh. Okay. Naja. Ich stelle an mir vorbei. Oh, Alter, voll die Leitplanke. Aber das andere die Leitplanke, Alter. Ey. Den hab ich aber mit rumzogen, ey. Mhm. Aber voll, ey. Ja, das andere voll. Ich mir so gedacht, so heilige, die Strafen aber gut, du. Aber normalerweise geht der Leitplanke übelst leicht weg. Normal, also. Mhm. Ich fühle, wäre die Leitplanke zum Bogen gewesen. Jombe, ey. Wir haben schon mal ausprobiert, dass wenn man mit 90 Vollgas frontal nicht ist, sieht da nichts ändert, bloß dass die Zug haben. Und du einen Totalschaden hast. Nein, ich bin nach oben weggeschleudert. Ja, stimmt. Weil du hast noch die Kurve genommen gehabt damals und dann hat sie voll nuckelig. Ja. Hier ist in der Luft, war mein Draht. Foto 70. Mhm, weil wir jetzt irgendwo in. Weil ich 50, ich bin jetzt mal auf. Eine Firma oder was sind? Oh, ist das eine enge Kurve? Geht das? Ja, das ich geht. Ich überhole gerade, jawoll. Gib ihm das so. Bus, komm ich da rein zwischen Bus und LKW. Kein Ding werden. Bis jetzt kommt da nichts. Dann überhole ich auch. Ich überhole weiter. Du kannst auch nur überholen, es kommt. Ja, ich seh's. Reden ist gut zum Überholen, Alter. Ja, du siehst mal. Du kannst immer jetzt noch überholen, ich komme nicht. Ja. Aber ich bin jetzt hinter dir. Hilf die weiter. Och Mann, Alter, er hat mich voll abbremst. Ja, weil der abgebogen ist. Ja, der ist abbremst auf 20, Alter. Oh. Mach mal langsam hier, ich muss nachkommen. Ja. Ich hab's gerade gemerkt. Ich hab 40. 50. Wenn ich da hinten sehe ich die Showcam. Oh shit, Alter! Bösen. Hast gecrasht? Alter, hast du mich gerade quergelegt. Ware hat jetzt 1% Schaden. Jo mei. Ich fahr hier mal tanken. Wo steht schon wieder tanken, Alter? Ja, ich hab. Das ist schon mal getankt, das ist keine Ahnung wie viele Kilometer her. Ja, ich hab am Anfang. Ich war fast voll, mir der erste Balken fehlt. Und jetzt habe ich noch eins. Sind weggegangen 1, 2. Also ich habe jetzt 475 Liter tankt. Boah, weiter, ich brauche nicht tanken. Also. Ja dann. Oh shit! Oh Junge, du bist in der Wahl. Der Arme, Alter. Oh shit, ich hab den voll weggeschrammt. Ja, ich hab's gesehen. Wir müssen jetzt hier rechts hin. Hier seid ich auch noch nicht vorne. Oh! Scheiße! Ich hab's immer bei mir. Oh! Das war auch so eng. Ich bin ja noch nicht selbst. Oh, Alter! Komm schon rum? Ich bin eine Kurve hier. Alter, Junge! Und das für eine Straße, ich stehe links und rechts an.
Muss aufpassen. Jetzt hupt er mich an. Nee, das war ich. Ja, das habe ich ja gemeint mit. Alter Junge, hab ich jetzt Schaden, ey. Oh, jetzt hatte ich. Oh, sofort Werkstatt auf. 40% LKW-Schaden. Ja, wir haben bloß noch 50 Kilometer, das geht. Das geht noch, ja. Ich kann halt nichts reparieren. Es wird eh vorher wahrscheinlich keine kommen. Ich könnte reparieren, aber. Also, ich könnte zur Werkstatt fahren, aber ich könnte halt dann nichts machen. Ja. Scheiße, Motorfehlfunktion. Schalt ein! Der braucht dafür Zeit, bis er orgelt. Alter, wir sind ja fast gleich da. Wir müssen hier vorne bloß noch runter. Krass. Ja. Das ging schnell. An und seit 4.30 Uhr. 36. Mhm. Ist das der Dude von vorhin mit den zwei Scanias hinter? Wo ich gerade überholt habe. Nee, der war rot. Achso. Aber das war jetzt gleich gespart. Das war auch ein Dorf, nee. Glaube ich. Der wo jetzt ja, von dran war. Aber der war ein roter Dorf und ein größerer. Ja. Fernbus. Achso. Fernbus. Okay. Fern-LKW halt. Mann, das hat sich dazwischen uns geguckt. Wir müssen sie eh ab. Ja, aber die bremsen immer so ab, Alter. Ja, ja. Wow, jetzt beschleunigt er, really? Jo. Alter, ich häng gut in der Kurve. Oh Mann, jetzt hat er mich voll geschnitten, die Drecksau. Er stauf und halt den Örebro. Örebro. Ah, so heißt es. Oh, muss ich. Ja, geht nicht. Örebro. Bro. Örebro. Ja, Örebro. Da ist der Beruf und. Okay, der war schlecht. Jetzt ist auch nicht. Wo müssen wir lang? Links. Nein, Motorfilm. Nein, es ist da rot. Jo. Scheiß drauf. Waren bloß 2 Euro. Ach so, es geht ja voll klar. Ey. Ah, das kann man schon. Ja, ja. Zur höheren Linie, wo sind die? Oder zu Dingen, wo sind die? Da hinten. Ah, da muss ich hin. Smart, tut mir leid, Smart. Den Hitler anfahre, kann ich auch nichts machen dann. Oh toll, häng ab, da muss ich auch hin. Top. Ja, ich muss erst mal da richtig hinfahren. Und ein Stück vor. So. Jetzt gehen wir neu. Weil ich da komplett rein muss. Warte, fahr neu rein. Naja, bin ich gerade bei. Ich mein komplett neu machen die Schleife. Flo. Ja, okay. So komm ich nicht ran. Du musst so ranfahren, wie ich ganz knapp an den Tränken. Mhm. Motorfehlung. Ja. Alter, wie ich jetzt auf. Ich muss im Arsch. Jetzt fangst du noch das Ränge auf.
Sieht mir eher nach einer Getränkefabrik als wie nach Impfdosen aus, aber okay. Bei mir geht's Tee abhängen. Gefahrene Strecke. Oh. Abzug stehen. 74 Euro. Das geht ja. Ah, okay, kommt auf die Tür. Ja, jetzt kann ich auch. Oh, ey, du stehst in mir. Annehmbar, ja. So, ein Schäden, 43.000. Oh. Ich fahr zu einer Werkstatt, gell? Gerade auf die Straße rausgefahren, jetzt habe ich eine Minute für Acryli. Was war eine Scheibenbeschreibung? P? Ah, P. Können wir gleich mal gucken, was wir bis zur nächsten Folge dafür einen neuen Auftrag annehmen wollen. Alter, rutscht du auf den Dreh. Wir sind noch mit der heutigen Folge fertig, ja. Und das ist die Moderation, wenn ich was filmen darf. Ein Dummchen wäre ein Träumchen, da kostet auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf. Falls eine digitalen Glocke aktivieren, bitte nicht zu verpassen und das war's von mir. Ich hab's gemerkt, wie man rutscht. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier im ETS 2 zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao.